Meine Damen und Herren, das Interesse an dieser Tagung ist, ich kann es nicht anders sagen, überwältigend groß. Gäste aus über 80 Städten in 15 europäischen Ländern sind nach Hamburg gekommen. Es wird vielleicht teilweise ein bisschen eng, aber auf jeden Fall austauschintensiv. Wir sind bei der Hamburger Körperstiftung, dankenswerterweise, in direkter Nähe der Elbphilharmonie. Das Motto heißt Rethinking the Dialogue. Und es ist genau das, was es sagt. Es geht um den Dialog zwischen Musikvermittlern, Kulturvermittlern, den Institutionen und den Lehrenden. Teilnehmen hier die üblichen Verdächtigen, das heißt zum einen viele Musikvermittler, Konzertpädagogen internationaler Couleur, also aus 15 verschiedenen Nationen, und zum anderen zum ersten Mal in der Dichte auch Lehrer und Lehrerinnen, nicht nur aus Hamburg, aber vor allem 30 bis 40 haben wir hier anwesend, die versuchen miteinander in den Dialog zu kommen und um neue Lösungen, Wege und so weiter mit kreativen Mitteln zu ringen. Ich finde, man kann gut in den Dialog treten mit Kulturschaffenden hier. Und ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen auf der Veranstalterseite hin zu einem wirklichen Dialog. Gucken, wo ist meine Zielgruppe, wo sind die Leute, mit denen ich eigentlich, also die auf der anderen Seite der Konzertbühne stehen, und wie erreiche ich die? It's a really active, energetic event. It's really great because there's so much thinking, there's so much talk and discussion about really meaningful topics. We've learned a lot, and I think there's more to come. All group, palette one. Happy birthday to you, palette. Minimalism with palette. Was machen häufig Lehrpersonen, wenn sie scheitern? Sie ziehen sich zurück, sprechen nicht. Was machen Experten in anderen Feldern? Der Mediziner, der Jurist, der Handwerker. Er tauscht sich aus. Er fragt dann Kollegen, hast du eine Idee, wie es funktioniert? Und diesen Geist, diese Haltung in Lehrerzimmer zu bringen, ist wichtig. Und er ist auch wichtig, wenn Lehrpersonen mit ihren Klassen außerschulische Lernorte besuchen. Denn auch an der Stelle ist die Kooperation zwischen den Beteiligten ein Garant, ob außerschulische Lernorte erfolgreich sein können oder nicht. Ich glaube, es ist ziemlich einfach. Es gibt ja diesen schrecklich abgenutzten Begriff der Augenhöhe, wo immer von oben bestimmt wird. Wir reden immer über. Mhm. Genau das, was Sie auch über die Schulen vorhin erzählt haben. Wir reden immer über, aber nein, wir müssen miteinander reden. Das ist genau das gleiche Problem. Gegen zu viel Denken hilft nur die Kunst. Eigentlich bräuchten wir in einem Symposium viel mehr davon, aber am Ende sind es immer nur ein halber und ein ganzer Tag. Davon bräuchte man eigentlich noch mehr 2-Minuten-Inseln, weil das einen immer zu dem zurückführt, worum es eigentlich geht. Nicht drüber sprechen, sondern einfach am eigenen Körper erfahren. What is the learning environment in which these skills, the executive functions of the brain, are best developed? If you look at the high functioning classroom slide, which I showed, I said it's a very social way of working. Everybody has a chance to contribute. It's driven by the ideas and experiences and stories of everybody who is in the room. It's physically very mobile. The space is used very differently. And you're not given answers, you're set challenges. So the whole design of the workshop is the high-functioning classroom at work. What I hope is they enjoy it, they learn new things, and afterwards they reflect on the fact that they learnt differently and it was a good way of learning. I'm going to leave the conference this week with a big smile and grateful thanks to the organisers and the foundation for putting on such a great show. I'm going to leave it with more friends, more inspired ideas, a different way of looking at the world, because I've experienced it through this conference.